Ja, Spitzenspiel Kreisliga, ne? Der Tabellenzweite beim Tabellenersten. Heute ist die Meisterschaft entschieden worden. Birkersdorf so ein bisschen aus der Spur, die letzten Spiele. Eine Talfahrt. Weiß ich nicht, ob das jetzt eine Talfahrt wird oder so, aber es ist ja eigentlich auch kein Spitzenspiel. Die Luft ist raus. Luft. In dem Spiel gegen Burgwach, dann hinten dran noch das Merkenspiel. Die Jungs mussten drei Viertel der Saison hart trainieren, hatten ein Ziel vor Augen. Und wie die Spiele gelaufen sind, sehr unglücklich für uns gelaufen sind, da war die Luft raus. Das merkt man jetzt beim Training, das hat man heute gesehen. Keine Körpersprache, keine Kameradschaft, kein Zusammenhalt. Der Gegner war uns heute in allen Belangen überlegen, ist heute verdienter Meister geworden, aber die Entscheidung dafür sind vor zwei, drei Wochen gefallen. Das ist einfach so. Aber Birkersdorf hat ja immer noch die Möglichkeit, den zweiten Platz zu stabilisieren. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Wird auch ein sehr gutes Ergebnis sein, denn. Das ist richtig. Da sollten wir aber jetzt relativ schnell die Kurve kriegen, ne? Um dann die letzten vier Spiele vernünftig anzugehen und dann nochmal so viele wie möglich zu punkten. Ja, mit 3-0 zurück in die Halbzeit. Statement des Trainers zur Mannschaft für die zweite Halbzeit? Ja gut, wenn man Man ist ja bekannt, aus dem Rückstand wieder zurückzukommen. Ne? Ja, gut. Aber da war die Luft noch da. Ne? Gegen Lendersdorf haben wir noch Lunte gerochen. Da haben wir wirklich schlecht gespielt. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit ein Riesenspiel gemacht. Heute war ja schon von Anfang an irgendwie die Luft raus. Und wenn Lohn mit 4 Chancen 3 Tore macht in der ersten Halbzeit und wir aus 3 relativ ordentlichen Chancen keins macht, dann weiß man auch irgendwo, woran es liegt. Sieht der Trainer die nächsten Spiele? Was hat er vor? Binden wird schon verdammt schwer. Da müssen wir erstmal gucken. Und dann kommen hinten dran noch Spiele, die auch um den Abstieg gehen. Da will man ja auch nicht irgendwie Zünglern an der Waage sein, damit nachher einer sagt, ihr seid schuld, dass wir abgestiegen sind. Wir müssen alle Spiele vernünftig angehen und wenn es geht, vernünftig noch punkten zum Schluss.